Salut und Bonjour zum letzten Mal aus Frankreich. Das letzte Vorrundenspiel steht an gegen Nordirland. Ja, und wenn du mich fragst, wir sind eigentlich in der Gruppe so gut wie durch. Wir sind durch. Aber das eine Spiel ist noch gegen die Nordiren und wir stehen hier vor dem Mannschaftshotel der nordirischen Nationalmannschaft. Und dort werde ich dir zeigen, warum auch dieses letzte Spiel sehr zu unseren Gunsten laufen wird. Ich würde sagen, ja, quasi. Komm mal mit, wir spazieren schon mal rein. Okay. So, das ist das Hotel der nordirischen Fußballnationalmannschaft. Es ist schon eher dunkel hier, ne? Ja klar, für die Nordiren sind die Lichter quasi schon vor dem Spiel ausgegangen. Ja. Kleiner Wortwitz. Nee, aber ich zeig dir jetzt nochmal, was weitere Gründe sind, warum das mit denen gegen uns nichts wird. Okay. Nach ihnen, nee, Frau. So, Michaela. Komm, das hier ist der Wellnessbereich der irischen Fußballnationalmannschaft im schönen Grün gehalten. Toll, oder? Ja, wegen der Hoffnung, oder was? Nee, die haben sie schon lange nicht mehr, wenn es gegen uns geht. Aber einfach wegen der Landesfarben, weißt du? Ja, ne? Und hier, riech mal. Mach mal. Was ist es? Irisch Moos. Genau, die Klosteine aus irisch Moos. Herrlich. So, pass auf, das hier, guck mal. So, Michaela, das kennst du auch, das ist auch typisch irisch. Das schöne Guinness trinkt er ja im Sender schon mittags um 12. Hallo, wir sind ein seriöser Sender, wir fangen schon um 10 an. Bevor wir trinken, ich habe leider schon, sagt der Ire immer noch Sláinte. Was? Sláinte, sagt er. Prost heißt es, sag mal, Sláinte. Sláinte. Genau, so jetzt auch. Und es gibt noch was noch typisch irisch ist. Ja. Pass auf. Hier, Schotz, Sláinte. Hier, Cider, Sláinte. Ich kann langsam nicht mehr. Ja, aber ich versuche dir ja zu zeigen, wieso die deutsche Mannschaft gegen Irland gewinnen wird. Also Nordirland, ne? Ja. Weil die natürlich rattenvoll sind, verstehst du? Granatendicht. Die trinken den ganzen Tag. Sláinte. 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 Was ist das eigentlich? Das ist ein irisches Smartphone. Das hängt noch an der Wand. Aber ist da gar kein Hörer dran? Die brauchen ja auch nicht telefonieren, die fahren sowieso nach Hause. Hey, das müssen wir unbedingt noch machen. Komm, Michaela, Sláinte. Ja? Mats, ich kann nicht mehr. Wie, ich kann nicht mehr? Das ist die 14. Runde. Ja. Wir sind Iren, wir trinken den ganzen Tag. Hä? Hallo, brrr. Ja, und wir daten. Das ist so. Das ist ja die deutsche Mannschaft schon auf dem Trainingsblatt die Taktik übt. Datet der Ire und wir sind Nordiren. Wir daten, aber nördlicher. Alles klar. Ab jetzt ist Happy Hour. Willst du auch mal kommen? Sláinte. Also ganz ehrlich, nordirischer Nationalspieler, das wäre auch was für mich. Ja, das Talent hast du wirklich. Ja, Sláinte. Aber hast du jetzt ein Gefühl dafür, warum die Nordiren gegen unsere Mannschaft nicht den Hauch einer Chance haben? Hä? Ja, bei dem Lifestyle, du. Unbedingt. Hör mal, hörst du das? Das ist doch das ist wieder der Hundestrainer. Komm mal mit. Nein, Herr Hundestrainer, was ist denn passiert? Ja, das ist gut. Ja, klar. Ich bin ein bisschen in Sorge, weil hier gibt es einen Spieler, Sláinte, von dem alle reden. Und der muss eben dann sehr, sehr stark sein. Ja, von diesem Sláinte haben wir auch schon gehört. Der soll ja bärenstark sein. Aber gut, das ist ihre Aufgabe. Deswegen sind sie ja Hundestrainer. Ne? Und wir schauen mal, ob wir diesen Sláinte irgendwo sehen. Tschüss. Alles klar, ich laufe. Salut und bonjour. Ich habe meine Haare im Gesicht. Ja, genau. Still running? Ja. Gibt noch was, was typisch irisch ist. Guck mal, toll, schönes Grün. Ja, ein bisschen Grün. Heller hier, ne? Ja, ja, und eben grün, ne? Wegen der Hoffnung, ich schlafe. Top, danke. Schulz. Sláinte.